vielleicht mit ihm auch der Angriff des FC Liverpool. Krauthausen. Mess. Und hat Meyer diesen Ball berührt? Ja, Eckball für Liverpool. Das war klares Foul an Meyer. Nicht gegeben vom Schiedsrichter, sondern Eckball für den FC Liverpool. Breitner und nochmals zu Meyer. Solcher Fußball gefällt natürlich dem Publikum nicht und die ersten Unmutsäußerungen des bisher sehr fairen Liverpooler Publikums. Und das ist der Pausenpfiff von Schiedsrichter Gonella. Und auch dieses Foul war typisch. Schneider war bei Lawler, der Stürmer beim stürmenden Verteidiger als Verteidiger. Schneider trägt die Nummer 7. Freistoß von Smith. Callaghan. Lloyd. Meyer sehr, sehr sicher. Beckenbauer gegen Highway. Thorman Meyer war schon geschlagen. Eckball. Meyer war hier etwas überrascht worden. Der Ball wäre aber neben das Tor gegangen. Sicher ist sicher. Eckball. Und aus Eckstößen haben die Engländer ja bisher nichts erreicht. Callaghan. Und Meyer. Ja, das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit des FC Liverpool in diesem Spiel gewesen. Eine Möglichkeit, die zu spät erkannt wurde. Die Möglichkeit der Weitschüsse. Rot, ein Foul von Callaghan an Rot. Hier haben sie Bulle Rot. Der kräftige Spieler des FC Bayern. Ein Spiel, das im Allgemeinen enttäuscht hat. Schneider. Es kann nur noch wenige Sekunden gehen zwischen dem FC Liverpool. Und hier ist auch schon der Schlusspfiff. Europapokal, der Cupsieger zwischen dem FC Liverpool und FC Bayern München. Ein torloses Remis, 0:0. Die Bayern sind glücklich. Die Bayern freuen sich über dieses Ergebnis. Die Engländer sind entsprechend niedergeschlagen. Es war ein Spiel, das im Zeichen der Überlegenheit des FC Liverpool stand, der aber diese Überlegenheit nicht hatte nützen können. Eine glänzende Verteidigungsleistung des FC Bayern. Und der FC Bayern hat sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in 14 Tagen in München geschaffen. Meine Damen und Herren, ich darf mich damit von Liverpool, vom Stadion an der Anfield Road verabschieden. Guten Abend.